Das neue Großprojekt Minecraft Elements ist vor circa einer Woche gestartet und naja, ich bin direkt mal krank geworden und hänge deswegen extrem hinterher. Während andere Spieler bereits mit ultra krasser Rüstung herumlaufen und beeindruckende Gebäude gebaut haben, stehe ich immer noch mit Steintools auf meiner Startinsel. Um genau diesen Fortschritt mit so wenig Arbeit wie möglich aufzuholen, kam ich auf die Idee, ein kleines Experiment zu starten. Mein Ziel ist es, mich von einem einzelnen Grasblock bis zu einem Beacon, eines der wertvollsten Items im gesamten Projekt, hochzutraden. Ob ich das Ganze geschafft habe und mit wem ich dafür alles handeln musste, seht ihr heute in diesem Video. Viel Spaß! Und zwar bin ich genau heute, genau jetzt auf dem Server, weil in einer Stunde ein neuer Villager freigeschalten wird. Ich dachte mir, yo, zu der Zeit sind bestimmt die meisten online, mit denen ich halt traden kann. Das Ding ist nur, der Villager wird nicht hier freigeschalten, sondern in diesem Trading-Bereich. Ja, und es ist mir ein bisschen peinlich, aber aktuell kann ich da noch gar nicht hin, weil ich die ganzen Quests noch nicht gelöst habe. Und genau deswegen ist das jetzt erstmal unsere Aufgabe, bevor wir uns dann ans Trading machen können. Wo ist der Villager? Wo ist der Villager hin? Hier war immer ein Villager. Gibt's den in Stoneblock noch? Da ist der Villager auch weg. Okay, also wir sind jetzt im Nether. Da drüben sind Noriax, Faber und Blizzor. Ich ignoriere die einfach mal, weil sonst töten die mich instant. Aber hier gibt's tatsächlich noch einen Villager. Und meine nächste Aufgabe ist, 16 verrottetes Fleisch, 16 Knochen und 16 Gunpowder ranzuholen. Ich als absoluter Experte weiß natürlich, dass es im Stoneblock eine Farm gibt. Und Crocodile Andy hat mir sogar erlaubt, die zu benutzen. Das Problem ist nur, ich bin mir nicht ganz sicher, wo genau die liegt. Okay, geht's in... Oh! Da ist sie. Hinter der Tür. Hab sie gefunden. Okay, wir wollen uns natürlich nicht schnorren, deswegen fahren wir uns das alles einfach selber zusammen. Okay, also Knochen haben wir schon mal gut. Verrottetes Fleisch auf jeden Fall mehr als genug und Gunpowder auch. Oder wir brauchen nur noch ein paar Knochen, glaube ich. Ah, dann sollten wir eigentlich alles haben. Jo, das sieht gut aus. Es geht zurück zum Villager und wir haben das zweite Rüstungsteil. Ja, ich habe alles dabei, was du brauchst. Vielen Dank, sagt er. Gar kein Problem, Großer. Okay, das ist sehr nice. Also, um zu dem Villager-Hub zu kommen, wo ich ja hin will, um da den neuen Villager freizuschalten, beziehungsweise anzuschauen, wie der freigeschaltet wird. Dafür brauchen wir insgesamt 30 Level. Wir haben sogar 20 dabei, was auch sehr gut ist. Dementsprechend geht's ganz schnell zurück zur Monsterfarm. Wir farmen uns noch 10 weitere Level zusammen und dann können wir das eigentlich auch schon schaffen. Hey, guckt euch das an. Einfach riesiger... Was ist denn hier passiert? Einfach vollkommen random so einen Chunk ausgegraben. Ich muss das wirklich öfter spielen. Aber ich verspreche euch, ich war die letzten Tage wirklich krank. Und bin auch an sich ein bisschen am Vorproduzieren, weil ich gerne bald in den Urlaub möchte. Das Ding ist nur, ich habe absolut noch keine Ahnung, wo ich hinfahren soll. Hier ist der Villager. Der Villager vom Stone schwebt einfach in der Luft. Ich hinterfrag's nicht. Naja, aber zurück zur Urlaubssache. Ich will unbedingt in den Urlaub, deswegen bin ich gerade am Vorproduzieren, konnte nicht so oft spielen. Da ich allerdings keine Ahnung habe, wo ich hinfahren möchte, könnt ihr mir das jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da wirklich sehr interessiert, was ihr mir so vorschlagt, wo ihr vielleicht schon wart, als kleiner Geheimtipp. Und wer weiß, vielleicht fahre ich dann sogar genau an den Ort, wo ihr schon euren Urlaub genossen habt. So, jetzt geht's aber erstmal zurück zum XP-Farm. Also die Farm läuft irgendwie nicht ganz so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich glaube, ich sollte mich mal auf den Weg machen und eine andere Variante zum XP-Farm suchen. Ja. So, stell dir vor, du hättest jetzt eine Woche nicht mehr Minecraft Elements gespielt und brauchst aber eine gute XP-Quelle, um endlich in den Hub reisen zu können, weil du das noch nicht kannst. Wo kann man XP farmen? Nur ganz kurz, ich will wissen, ob er dir schon mehr XP bringt. Okay, okay. Nimm mal kurz meine Axt. Hier, nimm mal kurz die Axt und schlag mal gegen den Baum. Jo, danke schön. Nein, nein, komm hier. Da an den Baum. Kleiner Spaß am Rande. Kriegst du da? Jo, es gibt ein Level. Okay, gut, passt. Das ist der Endschlag. Kann deswegen ich mich kurz auf Level 30 hochfarmen, so ja, ganz ja, sneaky? Ja, krab dich bitte nochmal hoch, wie normale Menschen. Der okay, Baum ich baue dir den Baum ab, easy. Ey, danke. Das ist ja endstark. Oh, gerne. Süß. Okay, also das war jetzt schon wieder so ein Game Changer. Wisst ihr, ich habe wirklich so lange nicht mehr drauf gespielt. Ich wusste, es gibt Custom-Items und so. Aber das? Ich habe einen Baum abgebaut und ich bin 115 Level nach oben gegangen. Durch einen Baum. Also, Freunde, das Trade-Up, wenn wir das endlich starten, wenn wir das freigeschalten haben. Das wird ja, wir haben ja so viele Möglichkeiten, uns zu krassen Sachen hochzutraden. Boah, ich bin wirklich gespannt. Okay, ich habe die 30 Level dabei. Ja, Techniker. Der Villager Hub fungiert als Verbindungspunkt zu allen Dimensionen und bietet zahlreiche Dorfbewohner, die dir bei der Suche nach dem Energiekern helfen und dich weiter stärken können. Wir suchen nämlich den Energiekern, das ist irgendwie die Story von dem ganzen Ding. Ich bin da auch nicht so drin. Aber wie kann ich da hin? Benutze wieder die Endkiste. Du kannst mit einer neuen Möglichkeit direkt zum Villager Hub reisen. Also hier drauf und dann gehen wir einmal in den Hub rein. Wie sick ist das denn? Guckt euch das an. Freunde, wir haben den Hub freigeschaltet. Das bedeutet, wenn hier der Villager freigeschaltet wird, können wir uns das auf jeden Fall anschauen. Ja, und außerdem können wir jetzt mal zurück in unsere Base reisen. Und genau dort können wir uns das Item aussuchen, von dem wir uns heute versuchen hochzutraden. Okay, also ihr seht schon, es gibt wirklich eine nicht allzu große Auswahl. Ich habe echt nicht viele Items. Das ist aber in dem Fall gar nicht schlecht, weil wir wollen ja eh ein schlechtes Item, mit dem wir anfangen, uns hochzutraden. Und genau deswegen würde ich mich dabei tatsächlich für einen Grasblock entscheiden. Das Ding ist, ich habe hier
hier in Skyblock angefangen. Da ist der Grasblock ja sozusagen das Symbol dafür. Außerdem ist der gar nicht so schlecht, weil Gras kann man ja nicht unendlich neu machen lassen. Ich habe insgesamt 2 Stacks davon. Das heißt, naja, sind wir ehrlich, er ist schon relativ mies. Aber ja, das ist unsere Aufgabe. Wir versuchen uns von einem Grasblock zu irgendetwas Krassem hochzutraden. Und ich bin gespannt, inwiefern wir das gut hinbekommen. Wie gesagt, mein Ziel wäre eigentlich mindestens eine Elytra. Noch krasser fände ich allerdings, wenn ich irgendwie an so ein Custom-Tool komme, wie diese Axt, durch die wir gerade so viel XP bekommen haben. Okay, wir müssen mal gucken, wer vielleicht ganz entspannt Lust hat, irgendwas mit uns zu traden. Da vorne ist jemand. Wer war das? Fuchsel. Wir traden mit Fuchsel, das wird ein Fest. Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? Boah, ich hab mich gerade so erschrocken, ich hab mich verschluckt. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Hallo. Hallo, was geht ab? Ich mache ein super Video gerade. Ja. Und zwar versuche ich mich hochzutraden. Hast du das schon mal gesehen? Ja, klar. Ich möchte mich hochtraden und du bist meine erste Trade-Station, weißt du? Wow. Ist das nicht ein Traum? Okay. Und ich dachte mir, ich starte mit einem Grasblock, weil ich bin ja Team Skyblock und Himmel und so. Und ich wollte... Oh, tatsächlich. Ja, das dachte ich mir. Das ist voll selten, voll selten. Was würdest du mir dafür geben? Für so einen schönen Grasblock? Muss nicht übertreiben, aber irgendwas, was natürlich wertvoller ist. Das hier. Ein Amethyst-Shard. Ist der selten? Wo bekommt man den her? Aus dem Stone-Shop. Okay, also muss man den kaufen erstmal. Genau. Boah, aber den okay. Haben alle Steinleute. Oder ist zu krass? Nein, das ist gut. Das ist gut, glaube ich. Okay, das ist stark. Gut, dann traden wir das. Ich glaube, das ist fair, oder? Ist es okay? Ja, finde ich auch. Dann hier den Grasblock, den du unbedingt gebraucht hast. Danke. Ey, ich brauche den echt. Guck hier. Ja, guck mal, ja. Perfekt. Okay, stark. Ja, guck, die Schafe freuen sich end. Ist doch schön. Ja, danke dir. Wild. Damit kann man arbeiten. Ja, finde ich auch. Ja, dann, ey, viel Glück dir noch, ne? Ja, danke schön. Wie viel Spaß. Ja, ich auch. Wow, sollten die Zuschauer unbedingt bis zum Ende dranbleiben, um das zu erfahren. Ja, auf jeden Fall. Liken auch nicht. Jetzt mal ein Like und ein Abo da lassen. Wer ist da hinten? Wichtiger. Na, Mensch, ist ja ein Zufall. Dann wird der direkt die nächste Station. Hey, Wichtiger, was geht ab? Was geht ab? Wichtiger, geht's dir gut? Bist du okay? Ich habe irgendwie das Gefühl, Wichtiger ist AFK. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Okay, also wie es aussieht, sind aktuell alle im Nether-Block drin. Oder ist Blizzard? Was geht? Oh, wie viel gebe ich dir dafür? Lass mich mal kurz überlegen. Ich habe ja auch ein paar. Muss nicht super krass sein, weißt du? Aber so ein Upgrade wäre halt super schön, damit es bergauf geht. Okay. Aber jetzt nicht, dass es dir irgendwie schadet oder so. Okay, okay. Also, dann lass mich überlegen. Ich hätte jetzt gerade spontan noch eine Blaze Rod rumliegen. Ich weiß nicht, ob du die dagegen tauschen willst. Ist eine Blaze Rod gut? Das ist halt die Frage. Deswegen wie kommt man an Blaze Rods? Die kannst du dir auch kaufen. Für Level. Ist auf relativ... Ja, bringt vielleicht mehr, oder? Als ein Amethyst-Shard. Weil mit einer Blaze Rod kann man so mehr anfangen, denke ich mir. Ich habe hier im Store auch theoretisch ein Ancient Debris. Boah, das hört sich heftig an. Ist das teuer? Kann ich kaufen. Es sind 250 XP. Also es ist okay, davon könnte ich 10 lassen. Okay, das ist krass. Ich bin heute nett, ich mach das. Du bist hier noch ein bisschen frisch. Das bedeutet mir wirklich viel. Und ja, komm, ich komme denn gegen ein Ancient Debris. Gegen einen Amethyst-Shard. Halte den in Ehren, der ist was Besonderes. Ja, das glaube ich. Da kannst du dir, wie gesagt, ein Fernrohr draus basteln oder einfach hinstellen. Boah, Ancient Debris. Ich bin begeistert. Das ist krass. Das ist ein krasses Upgrade dafür, dass ich bis vor 5 Minuten nicht meinen Hub konnte. Boah, es läuft. Es läuft bergauf. Es läuft bergauf. Wir haben ein Ancient Debris. Das ist heftig. Ich weiß nicht, wie krass das ist, aber es kostet 250 Level. Dafür müsste man 2 Bäume fällen, was schon aufwendig ist. Feister. Was hast du gerade für ein Item? Ich habe gerade ein Ancient Debris. Wie krass ist das denn? Es ist 250 Level wert. Ja, und ich habe gerade nur 105. Das ist doppelte von meinem Net Worth. Lass mich kurz in meine Schalker schauen. Ich hätte einen Schlüssel mit einer 2 eingraviert. Das ist eine Kerze. Kannst du ihn mal anschauen? Nee, schau ihn dir an. Mysteriöser Schlüssel. Okay, ist das gut? Spark, ist ein mysteriöser Schlüssel was Krasses? Ja. Alle Items, die es hier gibt und die existieren, die neu sind im kompletten Game, sind für euch begehrenswert und von Bedeutung. Ihr wollt die alle haben und zwar jeder. Wirklich? Ja. Okay, Feister, machen wir? Ich mach Minus. Das ist die Alternative von, ich will dir was schenken, aber damit du nicht denkst, dass ich was geschenkt habe, gibst du mir irgendwas, damit du dich gut fühlst. Ja. Eine Ancient Debris ist voll viel wert. 250 Level. So viel hatte ich noch nie. Das würde mich wirklich sehr freuen. Ja, dann hier. Boah, ich danke dir. Okay, also scheinbar ist unser Schlüssel wirklich gut. Ich glaube, dass wir diesen Schlüssel haben, ist wirklich heftig. Wir haben da wirklich einen sehr guten Trade gemacht. Das Ding ist nur, das an sich bringt mir natürlich nichts. Müssen wir halt erstmal gucken, wo es weitergehen kann. Was geht ab?
Veto. Hast du schon einen Boton? Nein, das ist das, was einem so speedt, ne? Genau, das Ding ist halt schon geil so. Aber das ist halt auch so der wertvollste Besitz, den ich habe. Hast du nur einen? Ich habe nur einen, ja. Ich glaube, Schlüssel und das Ding sind gleich selten. Also ich sag so, das Photon würde dir direkt einen Vorteil geben und der Schlüssel ist halt einfach nur ist ein Schlüssel. Ein Long-Term-Investment. Ja, deswegen, ich weiß nicht, was gerade wertvoller für dich sein könnte. Also ich finde die Gasdrähne, also das Photon cool, aber ich will dich nicht abziehen, weißt du? Machst du nicht? Wirklich? Na klar, also kannst du das gerne haben. Ist es okay? Gib mir den Schlüssel dafür. Dankeschön. Okay, also folgende Geschichte. Wir haben, weil Veto so ein ultra netter Typ ist, ich fass es nicht. Veto ist so nett, ihr wisst es gar nicht. Also wirklich, ich habe sein ganzes Format geklaut, halt so als Joke-mäßig. Er hat es mir schon erlaubt und aber ich habe von ihm die Idee. Und trotzdem ist er so nett und tradet mir hier diesen Schlüssel, der ihm gerade gar nichts bringt, gegen sein einziges Photon. Das Ding ist, ich glaube, ein Photon ist ungefähr genauso selten wie dieser Schlüssel. Das Besondere ist nur, das gibt einen direkten Vorteil. Und zwar Speed 50%. Also wenn wir das in der Offhand haben, sind wir einfach ein halbes Mal so schnell. Also, ja, 50% schneller, wie der Name schon sagt. Und das ist doch wirklich viel besser als ein Schlüssel. Und vor allem haben wir bei einem Grasblock angefangen. Und ich glaube, dass das hier auch deutlich beliebter ist. Also ich könnte jetzt auch aufhören, weil das ist schon ein sehr krasses Item. Wahrscheinlich aktuell eines der krassesten. Aber ich will noch mehr. Ich will ja was für den Long-Term. Ich hätte gerne Dia-Zeug vielleicht. Dia-Rüstung. Dia-Tools. Aber ich habe jetzt halt immer noch Stein-Tools und trotzdem einfach ein Photon. Was ultra selten ist. Also das kann man sich wirklich nicht ausdenken. Und jetzt werden wir alle zusammen ganz entspannt den Villager entdecken. Es geht in den Hub, weil hier sind alle coolen Kids. Okay, also folgende Situation. Es gibt den neuen Villager. Alle sind jetzt am Karottenfarmen. Ich brauche aber noch was Besseres als mein Photon. Auch wenn das schon sehr krass ist. Was geht ab, Berlin? Yeah. Was geht ab? Hey, alle. Braucht jemand von euch ein Photon? Wir haben beide schon eins. Aber ihr könntet das weiterverkaufen. Aber wir haben beide schon zwei. Aber drei sind super gut. Schlecht. Okay, das ist hart. No deal. Das verletzt mich. Nee, ist okay. Kann ich mitarbeiten. Dann suche ich weiter. Irgendjemand ist dumm genug. Okay, das wurde nix. Niemand will ein Photon haben. War das ein schlechter Deal? Ein Schlüssel hätten die safe gebraucht. Aber ein Photon hat man halt schon. Man hat ein Photon und dann ist man happy. Ich sehe, ihr habt in eurer Offhand irgendwie keine Photonen. Ja, weißt du, Gustav, das Problem ist, du hättest bei mir ganz am Anfang ankommen müssen. Nicht, weil ich nicht gerne mit dir trade, sondern weil ich befürchte, einfach nicht am richtigen Punkt des Spiels zu sein, um dir etwas wert zu ich brauche Full Dia und Full Dia Tools gegen das Photon. Ich habe nur eine Dia-Rüstung. Mehr habe ich nicht. Hä? Was, Basti? In welcher Welt spielst du? Himmel und du? Hölle. Hölle. Basti, du brauchst dieses Photon, stimmt's? Nee, dann bist du schnell, ne? Ich hasse das. Sag mal, ist das dein Ernst? Gustav, hier. Gustav, Diamantrüstung. Das Nein, das, kann das, nicht, das können wir nicht traden. Das hört sich doch. Das ist zu schlecht. Sei doch nicht so. Da muss ich auch selber mal. Weißt du, wer ist jetzt dein Video und du versuchst dich hochzutraden? Gerne. Aber es ist ja aber meins. Pass auf, wenn ich das in mein Video einfach mit einbaue, dann kannst du bei dir so machen, ach, und weil ich einfach ein so sozialer Mensch bin, bin ich einen Schritt zurückgegangen und hab Groko gegen die Diamantrüstung getan. Du kannst einfach noch eine Schleife mehr drin einbauen. Du kannst sogar am Anfang sagen, dass du Rückschritte machst, weil du so ein sozialer Mensch bist. Das ist voll so die extra Wendung. Alle meine Zuschauer wissen, ich bin nicht sozial. Und die sind umso mehr überrascht, dass du es halt plötzlich bist. Und dann lassen sie ein Like und ein Abo da. Wenn jetzt jeder, der dieses Video sieht, auf den Abo-Button klickt, stimmt's? Und liken. Kommentar habt ihr ja schon da gelassen. Einfach, dass ihr ihn unter supportet. Ich mach was Dummes und ihr macht was Cleveres. Du machst was äußerst Ich mach Großzügiges. Was Soziales, Großzügiges und meine Zuschauer machen etwas auch Soziales, Großzügiges, indem sie ein Abo da lassen. Absolut. Genau so sieht's aus. Okay, Absolut. Wir machen das. Du hast es dir verdient. Bitteschön. Gustav, ich fühle mich geehrt. Und schau mal, du hast einen neuen Abo. Ich habe sogar Advancement. Das ist mir gemacht. So viel wert. Und ich habe mein erstes super Rüstungsteil. Das ist ja sogar noch vollständig. Ich bin der Abo-Button und du schlägst mich. Du haust auf mich drauf, für die Zuschauer auf den Abo-Button. Du willst es. Komm, ich bin der Abo-Button. Das war schön. Okay, gut. Alles fürs Video, ey. Ey, wirklich. Wer da jetzt noch nicht abonniert hat, da weiß ich aber auch nicht. Jo, was los? Ey, was geht ab? Ich gebe dir die Dia-Chestplate und ich brauche irgendwas Besseres, was irgendwie... Ich weiß es nicht, krass, okay. Ich bin nicht so lange dabei. Also, für eine Dia-Chestplate. Ja, ich weiß, du brauchst nicht, ja. Darf ich nochmal überlegen? Ja. Ich muss mich gerade ein bisschen... Überleg gerne. Ja, okay. Ich bin nur ein bisschen hippelig. Okay. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich will ihn nicht nerven, aber Tian ist halt krass. Und Tian könnte mir das letzte Item geben. Guckt euch den an, ich drücke Tab. 25.000 Level. Er hat die meisten Level auf dem Server. Er ist full Netherite, hat ein Dia-Schwert, verzaubertes und auch so krassen Stuff. Ich bin mir sehr sicher, dass er mir
mir als einziges noch ein Upgrade geben kann. Und ich werde mein Bestes versuchen. Auch wenn ich vielleicht für ihn arbeiten muss dafür, das ist auch okay. Aber ich will irgendwas Krasses von ihm. Okay, Gustav, ich habe wirklich was Heftiges. Aber ohne Witz, das ist die Gnädigkeit von mir. Ich will dich nicht ausbeuten. Ich möchte dich nicht ausbeuten. Doch, für dich. Ich fühle mich schlecht. Für dich, wenn du mir die Diabrustplatte gibst. Ja, nein. Doch. Wirklich? Doch. Das ist selten. Das check ich sogar. Nimmst du den Tausch an? Ich würde, wenn du dich damit wirklich fein fühlst. Oh, was? Perfekt. Oh mein Gott, Tschüss. Ich weiß es nicht. Nein. Boah, danke. Ey, dafür gebe ich dir ein Wasser auf Gamescom. Ist nicht gut. Und einen Kuss. Einen in-game, einen in Minecraft. Okay. Einen in real life. Häng ich so viele Karotten. Das geht ab. Was machst du hier? Warum siehst du so hübsch aus? Danke. Ey. Ich hab keine Klamotten mehr wegen Säure. Ach so, ey, das freut mich. Danke. Das gefällt mir. Ja, cool, ja. Hugo. Geil. Mir geht's überhaupt nicht gut. Ich merke. Ja, Scheibenhonig. Ja, und ich würde sagen, somit ist es einfach offiziell. Wir haben uns von einem Grasblock bis zu einem Beacon hochgetradet. Wirklich, vor allem nach dem Trade mit GroKo war ich absolut am Verzweifeln und habe nicht mehr dran geglaubt, dass wir das irgendwie noch hinbekommen, irgendein krasses Item rauszubekommen. Am Ende hat sich aber der absolute Grind auf jeden Fall gelohnt und wir haben mit das krasseste Ding in diesem ganzen Projekt bekommen. Wenn ihr bis jetzt überfordert wart, um was es hier eigentlich geht, dann schaut euch gerne mal die erste Folge von Minecraft Elements an. Ich ruhe mich jetzt erstmal aus. Wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Haut rein und ciao.